Ja, ich bin Bettina Lampen und ich betreibe den Trampolinpark Sprungfrei in Lahrten. Ich bin 47 Jahre alt und habe jetzt 2 Jahre an dem ganzen Projekt gearbeitet und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Wir haben eine Fläche von über 1700 Quadratmeter. Wir hatten eine bestehende Halle schon und haben dann noch mal einmal angebaut, sodass wir dann jetzt ein umfangreich großes Angebot für alle haben. Zielgruppe ist so circa 8 bis 30, kann man sagen. Trampolinsport ist ja groß im Kommen und ja, ist eine tolle Freizeitmöglichkeit fürs Emsland hier in Lahrten. Ja, wir haben eine große Main Jump Area, wo man sich warm springen kann, mit einer Tumbling Lane und entsprechende Basketballkörbe. Dann haben wir ein Attack-System, Dutchball Attack-System, eine Slackline, dann verschiedene Einsprungmöglichkeiten in die Airbags, entsprechende Einsprungmöglichkeiten auch in Foam Pits über Trampoline und einen High-Performance-Bereich mit entsprechenden Trampolinen, die höher springen, wo man Walk the Wall machen kann und entsprechend auch über ein Trapez dann sich auch noch in einen Airbag schwimmen kann. Also unterschiedlichste Attraktionen und ein Kids-Ninja-Parcours nicht zu vergessen. Was ich noch vergessen habe, ist unser Valu-Jump. Unser Valu-Jump ist auch immer sehr, sehr gerne genutzt. Das ist ein TV-Gerät, wo man sich quasi selber springend beobachten kann und entsprechend in verschiedene virtuelle Welten springen kann und kann sich das Video dann auch nach Hause schicken, um ja, sich selber mal anzusehen, wie man da gesprungen ist. Kindergeburtstage werden hier schon vermehrt gefeiert und auch Gruppenreservierungen von Sportvereinen und sowas haben wir hier schon viele. Ja, wir haben hier auch ein schönes Bistro für die Eltern oder auch für die Springer, um sich danach auszuruhen oder entsprechend auch auszuruhen mit einer schönen kleinen Karte, mit Pizza, Snacks und Kuchen und solche Sachen. Ja, schöne Kaffeekarte, Getränkekarte. Ja, wir freuen uns auf alle.